Für eine inklusive Gesellschaft braucht es ganzheitliche Ansätze, die der Lebenswirklichkeit und der Vielfalt von Menschen mit Behinderung gerecht werden. Unser ehemaliger Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat diesen Anspruch wie folgt auf den Punkt gebracht. Es ist normal, verschieden zu sein. Und aus meiner Sicht wichtig der Zusatz, es gibt keine Norm für das Menschsein. Ich glaube, was wir in dieser Legislaturperiode und in den letzten Jahren beim Thema Inklusion gemacht haben, ist auch einmal der Anerkennung wert, weil es auch große Anstrengungen erfordert hat, dass wir das auf den Weg bringen. Und es ist auch, die Frau Kollegin Rüffer hat gesagt, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das umzusetzen. Das gibt es in meinem Wahlkreis, gibt es diese unabhängige Teilhabeberatung, die wichtig und ein guter Ansatz ist, auch mit dem Peer-Ansatz, dass auch Menschen mit Behinderung beraten, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Wir müssen auch schauen, dass die Werkstätten Aufträge bekommen. Ja, das ist ja nicht einmal so einfach, dass die Menschen in den Werkstätten Aufträge haben. Also es ist immer sehr einfach gesagt, dass man für Gleichheit sorgen muss. Es ist in der Realität gar nicht so einfach, das auch umzusetzen.